Dr. Watson 189, Ende des Universums, 1-3, die 1. Danke. Also ich sag das jetzt, ja? Cedric, das kannst du wirklich nicht sagen. Warum nicht? Stimmt doch. Ja, aber das ist viel zu traurig, viel zu hart. Das geht nicht. Dann packen wir fröhliche Musik drunter. Nee, wir können nicht immer unter alles fröhliche Musik einfach drunter legen. Ich sag das jetzt. Ja, versuch's. Ja, besser. Also, ihr werdet alle sterben. So, jetzt hab ich's gesagt. Selbst wenn wir unsere hausgemachten Probleme wie den Klimawandel, Atomkriege, Pandemien oder den technischen Fortschritt überleben sollten, dann macht uns das Universum selber irgendwann den Gar aus. Unsere Sonne wird, für kosmische Verhältnisse, schon sehr bald explodieren, auch unsere Galaxie währt nicht ewig und selbst wenn wir das alles irgendwie überleben sollten, erwartet das Universum ein sehr unerfreuliches Ende. Aber das müssen wir ja nicht unbedingt hinnehmen, oder? Wir sind immerhin die Menschheit. Lasst uns also einmal Schritt für Schritt durchgehen, ob wir das Ende des Universums überleben könnten. My job is to think about the end of the world. There is so much to think about. The end of the universe is coming. Of course, we still have some time. Long past 100 billion years, so far in the future, we hardly have words to describe it. This is probably it. This is probably as far as life is going to be able to push it into the universe. Erst einmal, was brauchen wir denn alles zum Überleben? Was braucht Leben? Das haben wir übrigens letzte Woche ausführlich im ersten Teil dieses Doppelvideos hier erklärt. Da geht es um den Anfang des Universums und ab wann Leben im Universum theoretisch möglich war. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann findet ihr das Video hier. Übrigens, beide Videos sind mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Wir können nicht mal das Wetter in einer Woche vorhersagen, geschweige denn, was die Menschheit in vielen hunderttausend Jahren machen wird. Die Kurzfassung des ersten Videos ist aber, Leben braucht Atome, aus denen es bestehen kann und irgendeine Form des Untergrunds, auf dem es existieren kann. Außerdem braucht es eine möglichst gleichmäßige Energiezufuhr, flüssiges Wasser und in unserem Fall Kohlenstoff und Sauerstoff. Und jetzt drehen wir die Frage vom ersten Video mal um. Wie lange können Menschen im Universum überleben? Der erste ernstzunehmende Mordversuch des Universums wird vermutlich schon in etwa 500.000 Jahren stattfinden. Dann trifft ein Asteroid mit etwa 800 Metern Durchmesser auf die Erde, zumindest statistisch gesprochen. Aber vermutlich kommt uns ein Asteroid namens Bennu schon in 200 bis 300 Jahren zumindest bedenklich nahe. Sollte der uns wirklich treffen, dann wäre es gut, wenn wir es uns bis dahin unterirdisch gemütlich gemacht haben. Oder wir haben unser Asteroidenabwehrsystem optimiert. Denn an solchen Methoden arbeitet die Wissenschaft schon jetzt. Unter anderem übrigens auch der Gitarrist von Queen. Mehr dazu übrigens hier in diesem Video. Über kurz oder lang ist es aber eh gar keine so blöde Idee, unter die Erdoberfläche abzutauchen. Denn die Sonne wird in ca. 400 Millionen Jahren immer heißer. Das ist normal, das machen Sterne von der Größe der Sonne gegen Ende ihres Lebens häufig so, aber das sorgt auch dafür, dass es hier auf der Erde etwas ungemütlich wird. Damit kommen wir vielleicht noch irgendwie klar, aber wirklich problematisch wird es in ungefähr 550 bis 600 Millionen Jahren. Dann nämlich streiken die Pflanzen. Photosynthese wird auf der Erde nicht mehr möglich sein. Man könnte natürlich versuchen, das noch irgendwie künstlich zu rekonstruieren, aber ganz ehrlich, das lohnt sich eh nicht mehr. Denn in 850 Millionen bis 1,1 Milliarden Jahren verdampfen hier auch die Ozeane. Besser, wir suchen uns bis dahin einen neuen Heimatplaneten. Oder wir haben Generationenschiffe aufgebaut, auf denen wir dann durchs Weltall fliegen können. Dort hätten wir einen Untergrund, Sauerstoff und flüssiges Wasser. Bis wir soweit sind, ist es noch ein sehr, sehr weiter Weg, denn wir müssten vermutlich künstliche Gravitation erzeugen, Wasser und Sauerstoff endlos recyceln können und eine unabhängige Energiequelle finden. Und Ressourcen für unendlich viele Ersatzteile für das Raumschiff natürlich auch. Aber wenn wir das alles entwickelt haben, dann können wir theoretisch der Erde winken, wenn sie in ca. 7 Milliarden Jahren von der sterbenden Sonne zerstört wird. Kommen wir jetzt kurz zu einem Thema, das ich am liebsten die nächsten 7 Milliarden Jahre vor mir herschieben würde, und das ist die Steuererklärung. Das wäre aber gar nicht mal so klug, denn damit würden mir knapp 7 Billionen Euro durch die Lappen gehen. Statistisch gesehen haben 90% von uns nämlich ein Anrecht auf eine Steuerrückzahlung, die im Schnitt bei über 1000 Euro liegt. Viele von euch, mich eingeschlossen, blicken aber wahrscheinlich gar nicht so richtig durch, was man denn jetzt wie von den Steuern irgendwie absetzen kann. Und da kommt Taxfix ins Spiel. Diese App hilft dir schnell, unkompliziert und vor allem unverbindlich herauszufinden, wie viel Geld du mit einer Steuererklärung erstattet bekommen würdest. Und danach kannst du dich dann frei entscheiden, ob du deine Steuererklärung einreichen möchtest oder nicht.
Das Ganze würde dich dann, wenn du das machst, einmalig 39,99 Euro kosten. Mit unserem Code WATSON kannst du dir aber nochmal 15% Rabatt auf diese Einreichung sichern. Das Ganze funktioniert tatsächlich am Computer oder Smartphone kinderleicht und dauert in der Regel nicht länger als eine halbe Stunde. Taxfix kümmert sich dann auch noch darum, die Abgabe ans Finanzamt zu schicken und sorgt sogar dafür, dass ihr das Geld dann schnellstmöglich auf eurem Konto habt. Wenn euch das gefällt, dann nutzt beim Checkout meinen Code WATSON für 15% Rabatt und damit sichert ihr euch nicht nur den ersten Teil eurer 7 Billionen Euro, sondern unterstützt auch noch diesen Kanal hier. Vielen Dank. Und vergesst nicht, dass ihr auch noch die Steuern der letzten Jahre einreichen könnt. Vielen Dank an Taxfix für die Unterstützung bei diesem Video und damit zurück zum Thema. Bevor die Sonne die Erde zerstört, müssen wir uns aber noch einigen anderen kosmischen Veränderungen stellen. Denn in 4 Milliarden Jahren wird die Andromeda-Galaxie, unsere Nachbargalaxie, mit der Milchstraße kollidieren. Die beiden bewegen sich heute bereits mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Sekunde aufeinander zu. Irgendwann vereinigen sie sich dann zur... Naja, zu was eigentlich? Zur Milchdromeda? Oder zur Andstraße? Naja, okay, das können wir uns ja dann noch überlegen, wenn es soweit ist. Wirklich gefährlich wird das Ganze aber wahrscheinlich nicht, denn es wird in Zeitlupe ablaufen und Galaxien sind größtenteils leerer Raum. Es wird also nicht zu zahlreichen Sternencrashes kommen. Langfristig gesehen ergibt es Sinn, sich von diesen ganzen lebensfreundlichen Planeten unabhängig zu machen. Das ist eh so ein überholtes Konzept. Denn spätestens wenn die letzten roten Zwerge sterben, das sind sehr langlebige Sterne, werden Planeten alle sehr, sehr kalt. Und es wird dunkel. Denn neue Sterne entstehen nicht mehr, da die hierfür nötigen Gaswolken wegen der Expansion des Universums zu ausgedünnt sein werden. Das stellt auch unsere Energieversorgung vor ein Problem. Denn die noch übrigen weißen Zwerge, das ist ein recht totes Stadium eines Sterns, strahlen nicht mehr viel Energie in Form von Licht ab. Aber vielleicht haben wir bis dahin ja endlich diese kalte Kernfusion entdeckt. Deren Realisierung ist doch schon seit Ewigkeiten nur noch 30 Jahre hin, oder? Sicherlich haben wir das in ein paar Milliarden Jahren gelöst. Über kurz oder lang müssen wir auf jeden Fall energieautark werden, denn auch weiße Zwerge werden irgendwann erlöschen. Schleichend beginnt dann die Ära der schwarzen Löcher. Sie verschlingen nach und nach Sterne und sich gegenseitig. Dagegen erscheint der Asteroid vom Anfang des Videos wie ein Spaziergang. Die Rotationsenergie von schwarzen Löchern ist jetzt die einzige gleichmäßige Energiequelle im Universum. Für niedere Lebensformen, die ganz wenig Energie brauchen, reicht das vielleicht noch. Wir Menschen werden uns aber vermutlich eher über Kernfusion in unseren Generationenschiffen versorgen müssen. Wenn es uns dann überhaupt noch gibt. In etwa 10 hoch 19 Jahren werden weniger massereiche Sterne aus ihren Galaxien geschleudert und die schweren, die nicht entkommen können, werden von schnell wachsenden schwarzen Löchern verschlungen. Das liegt an einem Phänomen, bei dem sich die kinetische Energie zwischen Objekten ausgleicht, wenn sie gravitativ aufeinander einwirken. Schwerere Objekte werden langsamer, leichte schneller. Stellare Objekte verhalten sich dann irgendwann fast genauso wie Gasteilchen auf einer viel, viel größeren Skala und folgen der sogenannten Maxwell-Boltzmann-Verteilung. In 10 hoch 21 Jahren werden sich dann vermutlich schwarze Löcher mit der Masse ganzer Galaxien bilden. Stück für Stück verschlucken sie im Laufe der Jahrmillionen die letzten Sterne und, wenn wir nicht aufpassen, auch uns. Wenn wir also nicht alles an Bord unseres Generationenschiffs haben und komplett recyceln können, war es das allerspätestens jetzt mit der Menschheit. Was Nahrung und Sauerstoff angeht, gibt es aber Hoffnung. Auf der ISS wird derzeit ein System getestet, das Sauerstoff herstellen können soll. Und Pflanzen ganz autark ohne Sonnenlicht anzubauen, wird bereits in der Antarktis getestet. Wasser soll auch recycelbar sein. Schwieriger wird es jedoch bei der Energie. Die kommt bei der ISS ja noch von der Sonne. Sterne gibt es aber in 10 hoch 21 Jahren nicht mehr und wenn Stück für Stück alle Materie von schwarzen Löchern verschluckt wird, dann gibt es auch keinen Nachschub an Brennelementen für die Kernfusion mehr. Die Energie wird also zum immer größeren Problem. Wir müssen sie entweder vollkommen recyceln können oder irgendeine andere Energiequelle im Universum finden. Bloß viel bleibt da nicht mehr. Wenn ihr jetzt denkt, lebensunfreundlicher geht es ja eigentlich nicht mehr, dann denkt sich das Universum, oh doch. Genau genommen ist es gerade erst mit der Grundschule fertig und fängt jetzt erst so richtig an. Denn auch schwarze Löcher bestehen nicht ewig. Durch die Hawking-Strahlung lösen sie sich langsam auf. Übrig bleibt ein Haufen Teilchen wie Elektronen und Positronen. Nicht einmal Protonen sind da noch mit von der Partie. Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich Menschen noch zwischen den schwarzen Löchern hindurchmogeln konnten, wird es jetzt richtig schwierig. Zumindest für intelligentes Leben, das deutlich mehr Energie braucht als blubbernde Einzeller. Und die Einzeller wiederum können sich keine Generationenschiffe bauen. Es ist echt verflixt. Was genau jetzt mit dieser Suppe aus Teilchen passiert, das weiß übrigens nicht mal die Wissenschaft selber. Das hängt davon ab, wie das Kräftemessen zwischen der Expansion des Universums, angetrieben erst durch den Urknall und dann durch die dunkle Energie, und der Gravitationskraft ausgeht. Die eine Kraft drückt alles auseinander, die andere zieht alles zusammen.
Es gibt drei Szenarien, die besonders häufig zitiert werden. In der ersten gewinnt die Gravitation. Das ist der Big Crunch, eine Art kosmische Schrottpresse. Hier implodiert das Universum irgendwann und verdichtet sich auf einen einzigen Punkt. Und von hier aus könnte es dann einen neuen Urknall geben. Der Zyklus beginnt von vorne. Wunderschön, doch dieses Szenario ist leider unwahrscheinlich, denn aktuell dehnt sich unser Universum immer schneller aus. Wahrscheinlicher ist da der Big Freeze. Das könnte man als kosmische Gefriertruhe bezeichnen, denn hier ist alle Materie gleichmäßig verteilt. Überall herrscht die exakt gleiche Temperatur und es passiert absolut gar nichts mehr. Wie in einer Gefriertruhe eben. Erst in 10 hoch 10 hoch 56 Jahren, wahrscheinlich noch viel, viel später, könnte durch Quantenfluktuation ein neuer Urknall entstehen. Retten uns diese weirden Quanten also am Ende vor dem ewigen Nichts? Das dritte Szenario, der Big Rip, könnte eintreten, wenn dunkle Energie noch viel stärker ist als bisher gedacht. Nach und nach treibt sie das Universum auseinander, irgendwann dehnt sich der Raum schneller aus als Lichtgeschwindigkeit. Laut manchen Modellen werden irgendwann auch alle Teilchen, selbst Photonen, auseinandergerissen. Und das wäre dann wirklich, wirklich das Ende allen Lebens. So oder so, es wird deprimierend. Ein Märchen mit, und wenn sie nicht gestorben sind, wird die Geschichte des Universums auf jeden Fall nicht. Bloß, dass wir das eh nicht mehr erleben werden, denn es gibt keine Möglichkeit, wie wir bis zum Ende des Universums überleben können. Es sei denn natürlich, es gibt andere Universen, in die wir fliehen könnten. Yeah, I'd like to order one large person with extra people, please. Aber bevor ihr jetzt alle die Taschentücher rauskramt, wie schön ist es doch, eigentlich gerade jetzt zu leben. Auf der Erde, die uns alles bietet, was wir Menschen zum Leben brauchen. Auf der wir vor der kosmischen Entwicklung für den Moment relativ sicher sind. In diesem Sinne, bleibt neugierig, euer Cedric.